Rainer Farag, Sie sind der Chef von Trixie Aviation aus Dornbirn. Sie präsentieren hier ein Motorrad, mit dem man auch fliegen kann. Was ist die Idee dahinter? Eigentlich die Idee dahinter ist es nicht nur, dass man damit fliegen kann, sondern es ist ein Konzept für Personenbeförderung der Zukunft. Grundsätzlich der Kern des Systems ist ja das Motorrad, also eben für Kurzstrecken, also für Stadtverkehr. Aber man kann für Langstrecken beim Koppeln an einem Flugzeug oder einem Tragschrauber, einem Hubschrauber, auch Eisenbahnwaggonen und so weiter, kann man damit auch Langstrecken bewältigen. Beim Koppeln mit einem Tragschrauber oder einem Flugzeug wird während dem Flug hier auch die Batterien des Motorrades aufgeladen von dem Flugmotor. Und dann hat man eine volle Ladung von Batterien, wenn man ankommt, und kann man damit auch in der Stadt weiterfahren. Wie alltagstauglich ist denn Ihr Motorradkonzept? Das Motorrad gibt es ja in drei Varianten grundsätzlich, die geplant sind. Es gibt die eine Variante, die eine offene Variante, wie man es jetzt so sieht. Ja, eine Version mit einer geschlossenen Kabine ist auch geplant. Also das heißt allwettertauglich, es ist ja geheizt, es ist klimatisiert, wenn man es auch so wünscht. Allwettertauglich, ja. Wie soll es mit dem Projekt weitergehen? Was ist die Zukunft? Die Zukunft des Projektes hier ist, dass wir dann die Herstellung von dem Motorrad für die Automobilindustrie freigeben wollen. So können damit auch bessere Anschaffungskosten für den Konsumer garantiert werden. Man kann auch die Auswahl erweitern, dass man kann die eine Marke oder die andere wählen. Man kann die Farbe, die Ausstattung wählen, je nach Wünsche und auch je nach Budget. Also eben, wie man es ist. So, das ist das Ziel, also eben mit dem Motorrad. Genauso werden wir auch die Fluggeräte für die Luftfahrtindustrie freigeben. Geht hier also eben um eine Einheit, also einheitlich dieses System zu verwenden. Hauptsächlich ist das Koppeln an einen beziehungsweise das Andocken an einen Eisenbahnwaggonen, und das ist auch ein Großteil des Konzeptes, was wir entwickelt haben. Die fliegende Gemeinde ist ja eine kleine Gemeinde, so auf Erde so betrachtet. Hauptsächlich ist das System ja eigentlich für alle Leute gedacht und damit nicht nur für fliegende Piloten, sage ich, oder für Leute, die wünschen, einmal fliegen zu können. Ja.